Grüß Gott und herzlich willkommen bei Medias in Res, in der Serie Angefragt. Heute Abend zum Thema sexueller Missbrauch in und aus der Kirche. Und ich finde es ganz toll. Dankenswerterweise haben wir heute jemanden, der uns aus erster Hand erzählen kann, was er erlebt hat. Und wie er sich empfindet, deswegen habe ich das bisher noch gar nicht gesagt. Ich begrüße ihn jetzt erstmal und dann kann er auch sagen, ob er seinen kompletten Namen bekannt geben möchte oder wie auch immer. Und dann schauen wir weiter. Grüß Gott. Hallo, mein Name ist Timo Ranzenberger. Ich lebe zurzeit in Bad Tölz und habe im Bistum Trier so meine Erfahrungen gesammelt als Betroffener. Als Betroffener. Ja. Was heißt jetzt als Betroffener? Können Sie ein bisschen aus Ihrem Leben erzählen, die Situation vielleicht, Hintergrund und so weiter und so fort, Ich dass hatte wir uns 1990 was. in einer Pflegefamilie einen Priester kennengelernt in der Gemeinde Freising. Das ist im Bistum Trier, Landkreis St. Wendel. Und zuerst war das alles in Ordnung. Also das war mein Lieblingspriester im Laufe der Zeit. Und ich bin dann 1997 aus dieser Pflegefamilie heraus, habe den Priester dann nicht mehr so weiter verfolgt oder gesehen. Und 1999 sind wir uns zufällig begegnet in der Wohngruppe. Und da hat er mich zu Wochenenden eingeladen. Ich bin dann auch dorthin und da kam es dann zu Übergriffen. Ich habe Wie dann alt erst, waren Sie da? da war ich 15 zu dem Zeitpunkt, 15 Jahre alt. wo es zu den Übergriffen kam, ja. Das waren mehrere Übergriffe, das waren 3 Wochenenden. Und ja, da habe ich halt lange meinen Mund gehalten darüber. Und 2005 hat es dann angefangen in mir zu brodeln. Ich hatte zufälligerweise einen Gottesdienst gesehen im Fernsehen. Und da kam halt alles wieder in mir hoch. Dann habe ich mich gefragt, was kann ich tun? Zur Polizei gehen? Naja, da hatte ich Angst, ausgelacht zu werden. Und das habe ich dann lange Zeit auch noch mit mir dann ausgemacht. Aber dann irgendwann habe ich dann bei der Polizei angerufen, das dort angegeben, was er mit mir gemacht hat. Dann kam dann auch postwendend Rückmeldung. Die haben mich dann aufgesucht, haben mich darum gebeten, ich möge das doch bitte schriftlich zu Protokoll bringen. Die überprüfen das. Und wenn was dran ist, strafrechtlich, also strafbar relevant ist, dann werden sie ein Ermittlungsverfahren einleiten. Das habe ich dann getan. Es kam dann zu einem Ermittlungsverfahren. Die Polizei war dann auch bei diesem Priester persönlich, haben ihn befragt, also vernommen. Er hat dann auch vieles zugegeben, also hat ein Teilgeständnis abgelegt. Das, was er nicht zugegeben hat, hat er aber auch nicht abgestritten. Er könne sich lediglich nicht daran erinnern. Das war dann Also 2005. der Priester wurde im Rahmen der Ermittlungen durch die Polizei mit den Vorwürfen, die sie gemacht haben, konfrontiert Genau. und hat das, was Sie an Sachverhalten geschildert haben, tatsächlich bestätigt. Ja, hat es zugegeben, zum größten Teil. Und das, was er, wie gesagt, nicht zugegeben hat, hat er aber auch nicht abgestritten. Er könne sich lediglich nicht daran erinnern, das getan zu haben. Aber er wolle das nicht in Abrede stellen, hat er so gemeint. Gut, die Polizei hat dann alles fertig gemacht, hat das dann an die Staatsanwaltschaft geschickt. Die Staatsanwaltschaft hat das überprüft, hat festgestellt, es ist Missbrauchsschutzbefohlener gewesen, nach damaligem Recht 2006. Sowie Körperverletzung, weil Zuführen von Alkohol an Minderjährige ist Straftatbestand Körperverletzung. Dann wurde das noch weiter überprüft. Es stellte sich heraus, dass es nach damaligem Recht alles verjährt war. 2006 zu 1999, da waren die Taten bereits verjährt. Nach Und weltlichem Recht. nach weltlichem Recht, nicht nach kirchlichem Recht, nach weltlichem Recht wohl betont. Die haben dann als halt die Akte geschlossen sozusagen, haben aber mit einem Hinweis, das ans Bistum Trier geschickt, dass da ein Ermittlungsverfahren gelaufen ist. Das Bistum Trier, Schriftlich. schriftlich, ja. Das wurde auch später von der Staatsanwaltschaft so bestätigt, dass die das Bistum Trier schriftlich informiert haben. Das war im Herbst 2006, wo das Bistum informiert wurde. In der Zwischenzeit hatte ein Kriminalbeamter, der halt in der Sache ermittelt hat, den Pfarrer auf einem Fußballplatz gesehen, wie er mit anderen jungen Menschen dort unterwegs war. Und da muss er halt einem Jungen auf den Hintern geklopft haben. Und das hat der Polizeibeamte dann dem Bistum selber gemeldet, also hat im Generalvikariat angerufen, hat dort geschildert, was ist denn da los? Da lief ein Ermittlungsverfahren, das wurde eingestellt, der Priester hat sogar vieles zugegeben. So weit, so gut. Normalerweise müssen wir denken, danke für den Hinweis, Sie hätten sich ja bedanken können, haben sie nicht getan, sie wurden aber in anderer Weise aktiv. Und zwar haben die sich gegen den Polizisten beschwert bei seinem Dienstvorgesetzten. Der darf das ja nicht Dienstinformationen nach außen tragen,
oder in die freie Welt streuen. Das hat er gemacht. Das hat er auch vor kurzem im Prozess vom Landgericht Saarbrücken auch nochmal gesagt, dass er das gemacht hat, weil aus Gewissensgründen. Auf die Frage hin, die Ermittlungen waren ja abgeschlossen. Und er hat gesagt, das hat er aus Gewissensgründen gemacht, das Bistum informiert. Und dann gab es 2006 eine Personalkonferenz. An der Personalkonferenz, da saßen Kardinal Marx, Eine Personalkonferenz der Diözesanleitung, nicht bei der Polizei. nicht bei der Polizei, nein, im Bistum Trier. Ja. Da war Kardinal Marx dabei. Da war der damalige also Bistum Trier interne Missbrauchsbeauftragte Schärschel dabei. Da war Weihbischof Ackermann dabei, zum damaligen Zeitpunkt Weihbischof. Regens Betzing war dabei. Der Generalvikar. War Betzing zu dem Zeitpunkt schon Regens oder war er stellvertretender Regens? Nach meiner Information war er Regens im Bistum Trier 2006. Der war eine Zeit lang stellvertretender Regens, aber das werden wir überprüfen nochmal. Okay. War, ja. Und da wurde halt entschieden, dass nichts weiter unternommen wird, obwohl 2002, da war Kardinal Marx als damaliger Trierer Bischof mit anwesend in der Herbstvollversammlung der Deutschen Bischofskonferenz in Fulda. Und da wurden die Leitlinien zum Umgang mit sexuellem Missbrauch beschlossen. In den Leitlinien, da steht ganz konkret drin, dass bei Verdacht, ein Voruntersuchungsverfahren einzuleiten ist, dass der betroffene Person wie soll man sagen, suspendiert wird für die Zeit, dass alles überprüft wird, dass mit dem mutmaßlichen Täter ein Gespräch geführt wird und das protokolliert wird und bei dem mutmaßlichen Opfer, dass das aufgesucht wird und mit ihm ein Gespräch geführt wird. Bei Minderjährigen mit dessen Erziehungsberechtigten. So wurden die Leitlinien 2002 formuliert. Die zwei Leitlinien von 2002, die hatten 2006 auch noch Gültigkeit. Nach diesen Leitlinien haben die nicht gehandelt. Dazu muss noch erwähnt werden, es gab eine päpstliche Verordnung von Papst Johannes Paul II., Artikel 16. In diesem Artikel 16 steht ganz klar formuliert drin, dass wenn eine Hierarchie Kenntnis einer Straftat hat, muss das Ordinariat die Glaubenskongregation informieren. Die Glaubenskongregation entscheidet dann, ob ein Voruntersuchungsverfahren eingeleitet wird. Also jetzt mal so sinngemäß in dem Satz, wo Ja, es ja. drin steht. Ist es ein bisschen juristisch formuliert? Ich habe es jetzt mal ganz einfach formuliert. Und danach wurde halt auch nicht gehandelt. Also diese päpstliche Verordnung von Papst Johannes Paul II. Von 2001 wurde auch ignoriert. Und ja, das war 2006. Also bei dieser Personalkonferenz, sagen Sie, war nachweisbar der damalige Bischof Marx da. Sein Weihbischof, der Bischof Ackermann, Ja. und als Verantwortlicher für die Priesterausbildung der Regens oder Subregens Bätzing zu dem damaligen Zeitpunkt. Und natürlich bei so einer Veranstaltung ist in jedem Falle meistens, ich sage es ganz sicher so, auch der Generalvikar da. Wer war Generalvikar zum damaligen Zeitpunkt? Generalvikar zum damaligen Zeitpunkt war Holkenbrink. Holkenbrink. Wolkenbrink, ja. Okay. Dann verging halt die Zeit. Ich hatte halt vor der Ach Kirche so, gesagt. noch ein Punkt. Die Weihbischöfe nehmen an der Versammlung an der Bischofskonferenz auch teil. Das heißt, dass auch Ackermann 2002, wenn er der Weihbischof war, muss er dabei gewesen sein, hätte ja. er in der Regel dabei sein müssen, als diese Papiere, die ja auf dem 2001er Papier aus dem Vatikan basieren, dabei sein müssen. Und ich bin mir relativ sicher, da ich die Vorgehensweise da eigentlich recht gut kenne, dass die Bischöfe nach Hause kamen und in der Referentenkonferenz da alle darüber unterrichtet haben, dass ein Papier da ist und dass man auf der Seite der Bischofskonferenz nachgucken soll, wenn nicht sogar eine schriftliche Unterrichtung rausgegangen ist, dass man sich sowas angucken soll. Das heißt also, dass eigentlich alle Führungskräfte in allen Diözesen in Deutschland spätestens ab 2002 sehr genau gewusst haben müssen, wie beim Verdachtsfall des Umzugehen. sexuellen Missbrauchs vorzugehen ist, regulär. Ja. Ja?
Das wurde, Ja. wie gesagt, in meinem Fall nicht gemacht. Ich wurde weder schriftlich kontaktiert noch telefonisch. Meine Adresse und meine Kontaktdaten, die waren in der Akte mit verzeichnet, in der Ermittlungsakte. Die Ermittlungsakte, die wurde auch nicht angefordert. Ja. Hätten die die Ak Ermittlungsakte nämlich angefordert, der hätte ja sein Teilgeständnis, das wäre ja dann ans Tageslicht gekommen. Und dann hätten die ja gesehen, ach, der hat ja was zugegeben. Was er ja dann, er wurde vom Missbrauchsbeauftragten vom Bistum Trier, einem Herrn Scherschel aufgesucht. Das haben sie gemacht. Also haben sie den Hinweis ja erhalten von dem Bistum Trier, von der Staatsanwaltschaft. Und der hat das dann vom dem Herrn Scherschel abgestritten, was er alles gemacht hat, was er bei der Polizei zugegeben hat, hat er bei dem Missbrauchsbeauftragten abgestritten. Gut, dann haben die das halt so ignoriert, haben also die Leitlinien Also, nicht beachtet. haben Sie da irgendwie Papiere dazu gesehen oder hat man Ihnen das so mitgeteilt? Das Erzbistum München und Freising hat bestätigt 2017, dass Kardinal Marx an dieser Personalkonferenz teilgenommen hat, ja, und dass, wie gesagt, dieser Hinweis bearbeitet wurde. Also, dass darüber gesprochen wurde, über den Fall M. Das hat das Erzbistum München und Freising so bestätigt. Ja, und aber das Verhalten dieses Priesters Das wurde. gegenüber dem Missbrauchbeauftragten Aber das hat in. sich selbst eingeräumt, dass sie da Fehler gemacht haben. Das haben sie 2016, ab 2016 dann eingeräumt, dass es zu so einer Situation kam, dass der Priester befragt wurde und dass er es halt geleugnet hat, also abgestritten hat. Das hat das Bistum Trier 2016, 2017 auch zugegeben. Und das räumt der Ackermann ja mittlerweile auch ein, dass sie damals in dem Umgang mit meinem Fall Fehler gemacht haben. Das wird jetzt eingeräumt. Aber näher dazu, was genau sie alles falsch gemacht haben, dazu äußern sie sich nicht mehr. Weil sie warten jetzt auf das Ergebnis von der Aufarbeitungskommission von der Trierer. Das warten sie ab. Das ist Und auch faszinierend, dass gerade im Bistum Trier die Aufarbeitungskommission so viel, unglaublich viel Zeit braucht. 6 Jahre ist auf 6 Jahre ist es datiert. Ja, das ist. Andere Bistümer mit mehr Personal und größer und so haben das schneller hinbekommen, ja. Externe Gutachter. Die haben externe Gutachter, Juristen. Und hier machen das Ehrenamtliche. Halt auf 6 Jahre. Ah, das ist der Unterschied. Das sind Ehrenamtliche. Das ist der ehemalige Justizminister von Rheinland-Pfalz. Ein Herr Roppers, der ist zum Beispiel da. Und der macht das, wie gesagt, die machen das alle. Die sind ehrenamtlich dort beschäftigt. Diese unabhängige Aufarbeitungskommission. Und in anderen Bistümern, da werden Gutachter bestellt. Das sind Rechtsanwälte, die machen das ja hauptberuflich. Und da geht das ja dementsprechend zacki zacki. 2 Jahre maximal. Ja, und vor allen Dingen, ich kenne ja jetzt die Hintergründe dieser ehrenamtlich engagierten Aufarbeiter nicht. Aber wenn ich natürlich Rechtsanwälte habe, die sowas aufarbeiten, Nicht ist mal das 100. was anderes, da ist ein anderes juridisches Wissen im Hintergrund und bei der Beurteilung schon vorhanden, als wenn da jemand einen Sachverhalt geschildert bekommt und dann muss er erstmal nachfragen, was bedeutet das denn juridisch eigentlich oder kirchenjuristisch auch. Ja, ja interessant. Also das ist wirklich interessant, warum das gerade im Bistum Trier so gehandhabt wird. Wobei doch gerade Bischof Ackermann dann nachher noch dazu Missbrauchsbeauftragter der Deutschen Bischofskonferenz war. Also er war eigentlich an der Front, ja. Kommt ja noch weiter in dem Fall. Also da war ja noch nie alles. Ja. 2006 wurde das dann halt so liegen gelassen. Der Priester wurde halt in Ruhe gelassen. Anstatt dass man mich hätte aufgesucht, ich hätte es ja dann nochmal wiedergegeben beim Bistum, hätte gesagt, so und so war das. Dann hätten die ja gesehen, ah, der Priester sagt jetzt das auf einmal so. Und das haben sie, wie gesagt, nicht gemacht. 2013 dann gab es erneut eine Anzeige von einer Person gegen diesen besagten Pfarrer. Das wurde dann juristisch aufgearbeitet. Das wurde eingestellt, das Verfahren, aus mangelndem Tatnachweis. Das Bistum wurde darüber unterrichtet, ja, hat dann auch nochmal selbst Ermittlungen in die Wege geleitet, hat aber Rom nicht informiert. Genauso wie in meinem Fall 2006 wurde hier auch kein Voruntersuchungsverfahren eingeleitet, in dem Rom informiert wurde. Weil die Glaubenskongregation muss in solchen Fällen informiert werden, nach damaligem Recht. Papst Benedikt der 16. hatte im Übrigen 2009 die Verordnung von Papst Johannes Paul II. Aus dem Jahr 2001 auch nochmal bestätigt. Also hatte die 2013 nochmal doppelte Gültigkeit. Also einmal von Papst Johannes Paul II.
und dann von Papst Benedikt im 16. Die Leitlinien von 2002, die wurden 2013 nochmal ganz konkretisiert, ja. Danach wurde da auch nicht gehandelt. Also Rom wurde nicht informiert, weil wäre Rom informiert worden, ja, dann hätten die vielleicht ein Voruntersuchungsverfahren, also ein kirchenrechtliches Strafverfahren eingeleitet und somit wäre dann spätestens alles ans Tageslicht gekommen. Hinzu kommt noch, der Priester wurde nicht aus dem Verkehr gezogen im Laufe des Voruntersuchungsverfahrens. In der ganzen Zeit, wo das Bistum ermittelt hat, wurde die Gemeinde nicht informiert, also die der Gemeinde, wo er tätig war, die wurde nicht Das informiert. finde ich im Übrigen auch richtig, dass die Gemeinde nicht informiert wird. In den Denn Leitlinien steht drin, die Gemeinde. es muss schon abgewogen werden zwischen den Persönlichkeitsrechten eines Verdächtigen, der noch Aber wenn nicht, er verdächtigt, wenn er aber verdächtigt, wenn der es noch offen, nicht, der noch nicht rechtskräftig verurteilt ist, ja, aber und mit wenn einer verdächtigt ist, so sagt die Prävention, also die Leitlinien von 2002 und 2013, dass wenn ein Verdacht aufkommt, hat der Priester im Dienst vorerst nichts zu suchen. Er gehört aus dem Verkehr gezogen. Das ist richtig. Das war Korrekt. 2002 schon der Fall in den Leitlinien. Also Ja. 2006 hatte das auch schon Gültigkeit. Die Ja. hätten den eigentlich aus dem Verkehr ziehen müssen, 2006, das alles überprüfen müssen, dann nach Rom melden müssen. Rom hätte dann entscheiden müssen, okay, ist glaubwürdig, was die Opfer sagen oder die mutmaßlichen Opfer, oder ist es unglaubwürdig? Ja. Das haben sie 2006 nicht gemacht. Der Priester wurde in Ruhe gelassen. Er wurde nicht aus dem Verkehr gezogen und 2013 ebenso nicht. Und wenn der Priester aus dem Verkehr gezogen wird, so steht es auch in den Leitlinien, die Gemeinde, also die örtliche Gemeinde, muss darüber informiert werden, dass da was im Raum steht. Und dann steht ja auch weiter drin, wenn da nichts dran sein sollte, muss das Bistum dafür Sorge tragen, dass der gute Ruf des Priesters wiederhergestellt wird. Ja, Also das steht so ausgewogen da drin. Und es steht so drin, dass es ein Zwölfjähriger versteht. Es steht nicht irgendwie schwammig drin, dass es mal juristisch erstmal verstehen muss, dass man ein Fachstudium nein. braucht, um das zu verstehen, sondern es steht so geschrieben drin, dass es ein Zwölfjähriger versteht. Und 2013 wurde das, wie gesagt, nicht gemacht. Ja. Zuständiger Generalvikar war hier Betzing. Also der Regens von damals, von 2006, der war jetzt 2013 Be Betzing. Und das 2013, das war der Fall mit der. Mit der Grundschülerin. Das hat mich fast umgehauen, als ich gehört habe, dass es sich um eine Grundschülerin gehandelt habe. Das soll er, also ich muss das unter Unschuldsvermutung formulieren, er soll da ein Mädchen auf der Schultoilette missbraucht haben. Und das wurde, wie Gut, gesagt, nicht. weiter wollen wir da gar nicht in die Details einsteigen. Das geht niemandem was an. Aber als ich das gehört habe und mir so die Dimension vorgestellt habe, ein etwa 6- bis 11-jähriges Mädchen, und da geht ein gestandener Mann her und soll die sexuell missbraucht haben. Und Das dann, wird geklärt. was ist dann passiert? Dann, wie Was ist gesagt, passiert? es wurde sogar Nichts. Bistum, nichts, es wurde sogar bistumsintern beschlossen, das war also vereinbart, mit seinem vorgesetzten Priester, also der hatte dieser Priester, um den es in meinem Fall geht, der hatte einen Vorgesetzten, da gab es da 2010 eine Vereinreformation, da wurden verschiedene Vereine zusammengelegt und da hatte mein Täterpriester einen Vorgesetzten sozusagen. Und er hat mit ihm und mit dem Bistum Trier sozusagen ein Stillschweigeabkommen vereinbart, dass nichts nach außen dringen darf. Also das, was eigentlich die Leitlinien sagen, dass die Öffentlichkeit informiert gehört, dass der Priester aus dem Verkehr gezogen gehört, das wurde hier vom Bistum Trier auch nochmal ignoriert. Es wurde, wie gesagt, Stillschweigen Ja, und vereinbart. es muss doch ein kirchenrechtliches Verfahren in internes angestoßen werden. Wie gesagt, es hätte nach Rom gemeldet werden müssen. Ja. Und dann wäre ein kirchenrechtliches Verfahren eröffnet worden. Weil Rom hätte dann gesagt, okay, das ist jetzt schon der zweite Fall. Ja? Die haben ja auch meinen Fall 2016, haben die das recherchieren können, das Erzbistum München und Freising. Die konnten ja nachvollziehen, dass Kardinal Marx, damaliger Bischof von Trier, dass der an der Personalkonferenz mit teilgenommen hat. Und das muss ja dann im Bistum Trier irgendwo in der Akte liegen. Ja? Ja, Wenn das. der muss doch auch von seinem damaligen Generalvikar nach allen Regeln, die damals bestanden, umgehend in dem Moment, wo das Ding eingeht, da hat es einen Missbrauchsfall gegeben, muss der Generalvikar, wenn er davon erfahren hat, oder wer auch immer, muss dem Bischof
umgehend davon unterrichten. Ja, genau. Und dann hat er, wie gesagt, der Priester muss dann aus dem Verkehr gezogen werden. Und das gehört dann alles überprüft, ja. Das wurde alles nicht gemacht, weil 2006 war ja meine Anzeige da vorhanden, ja. Das wurde 2013, da wäre das ja auch dann nochmal hochgekommen. Da wurde auch nichts gemacht, 2013. Dann ging es weiter, wie gesagt. 2016 kam dann, Gott sei Dank, Himmel sei Dank, endlich alles ans Tageslicht. Es gab eine erneute Anzeige. Und daraufhin hat dann eine Journalistin auch mitunter bei der Staatsanwaltschaft nachgebohrt. Die Staatsanwaltschaft hat Auskunft gegeben, hat gesagt, 2006 gab es eine Anzeige, Einstellung wegen Verjährung, 2013 eine Anzeige, Einstellung wegen mangelndem Tatnachweis und jetzt im Jahr 2016 gab es nochmal eine Anzeige. Und daraufhin ist das Bistum dann an die Öffentlichkeit und hat den Priester aus dem Verkehr gezogen und ein Voruntersuchungsverfahren eingeleitet. Bei dem Voruntersuchungsverfahren war es so, sie hatten meine Adresse nicht, meine Telefonnummer nicht. Ich habe mich dann dort gemeldet bei denen. Die wollten dann auch ganz schnell einen Termin bei mir haben, mit mir. Sie wollten zu mir kommen. Ich habe in der Zwischenzeit andere Betroffene aus dem Bistum Trier mitunter kennengelernt über Facebook, habe mich mit denen ausgetauscht, zu denen auf einmal geschrieben, die wollen zu mir kommen. Und dann kam auf einmal sofort die Reaktion, was? Bloß absagen den Termin, nicht alleine kommen lassen. Die können kommen, die sollen zu dir kommen, aber bitte nicht alleine kommen lassen. Die wollen dir einen Maulkorb verpassen. Ich wusste mit der Situation erstmal nichts anzufangen. Also für mich war das alles Neuland. Okay, ich habe dann den Termin erstmal abgesagt, habe mich um Rechtsbeistand gekümmert. Das kostet ja auch alles Geld und ja. Über den Weißen Ring und über Rechtsberatungsschein habe ich dann eine Anwältin gefunden. Sie hat mich dann unterstützt. Sie ist dann zu mir gekommen. Dann haben wir die Herrschaften kommen lassen zu mir. Das war der damalige Generalvikar Holtenbrink und der Justitiar Müller. Die kamen dann zu mir. Stopp. Der damalige Generalvikar war zu dem Zeitpunkt, als er zu Ihnen kam, nicht mehr Generalvikar. Der war Prälat. Prälat, also Voruntersuchungsführer in dem Fall. Er war zu dem Zeitpunkt, als Sie als Betroffener bei der Polizei waren und als die Generalvikar. Poliz und als die Staatsanwaltschaft die Einstellung an das Ordinariat gesandt hat, war Holkenbrink verantwortlicher Generalvikar. Genau. Und dann hat ihn inzwischen der Bischof Ackermann zum Zum Brennen. Beauftragten, zum Missbrauchsbeauftragten gemacht. Und Zum dann kam der Voruntersuchungsführer. Mann, der damals Generalvikar war, als eigentlich er sich an Sie hätte wenden müssen und hat aufklären sollen, was in Ihrem Fall passiert ist. Dabei weiß er besser Bescheid als Sie. Und das habe ich, wie gesagt, in der Zwischenzeit auch in Erfahrung gebracht, dass der damals Generalvikar, das ist Generalvikariat, sich bei dem Vorgesetzten von den Polizeibeamten beschwert hat. Ja? Und genau dieser Mensch, ja, der da zuständig war im Generalvikariat, der will plötzlich zu mir kommen. Und da hatte ich ein bisschen mit der Sorge zu tun. Also ich habe da ein bisschen Angst bekommen. Ja? Und das mit dem Maulkorb, das war dann auch nicht ganz unberechtigt, diese Aussagen von den einzelnen Betroffenen mir gegenüber, dass ich die nicht alleine kommen lassen soll, weil so kam es dann nämlich auch. Die waren dann bei mir im Oktober 2016. Als erstes haben sie da so einen Zettel herausgezückt. Gott sei Dank saß meine Rechtsanwältin neben mir. Die ist ja juristisch geschult, die kennt sich ja da aus mit solchen Formulierungen. Die hat dann gleich den Zettel abgefangen. Und den Zettel, da waren zwei Punkte formuliert. Der erste Punkt war, dass über das laufende aktuelle Gespräch des Voruntersuchungsverfahrens Stillschweigen vereinbart wird. Medienvertretern gegenüber, Privatpersonen gegenüber und so weiter. Okay, der Punkt geht in Ordnung bei einem Voruntersuchungsverfahren, dass da beide Parteien Stillschweigen vereinbaren. Dann kam der zweite Punkt, dass ich über das Erlebte mit dem Priester in Zukunft, also aus der Vergangenheit, dass ich da in Zukunft Medienvertretern und Privatpersonen auch Stillschweigen vereinbaren soll. Und da hatte meine Rechtsanwältin, Frau Puhmer, gesagt, nein, das unterschreiben wir so nicht. Das ist ein Maulkorb. 10 Jahre lang hat sich für den Herrn Ranzenberger keiner vom Bistum Trier interessiert. Vor 10 Jahren, ja, hätten sie kommen müssen, auch nach Leitlinien, ja, kommen müssen, das alles aufgreifen müssen, Herr Randenberger befragen müssen. Und jetzt nach 10 Jahren, wo plötzlich die Medien, unter anderem Saarländischer Rundfunk und Saarbrücker Zeitung, darüber berichten, jetzt auf einmal soll der Herr Randenberger über das Erlebte, sein eigenes Erlebtes, mit dem Priester Stillschweigen vereinbaren. Nein, das geht nicht. Herr Randenberger hat das Recht, darüber zu reden, mit wem er will, ja. Das ist sein gutes Recht. Dieses Dokument unterschreiben wir nicht. So war Jetzt es habe dann ich bei noch mir. eine Frage. Jetzt habe ich noch eine Frage. Sie sagen, Sie haben Kontakt gehabt zu
weiteren Betroffenen im Bistum Trier. Das waren aber nicht von den Priestern, sondern Das allgemein. sind jetzt, das sind aber weitere Betroffene, die nicht von diesem, mit diesem Priester zu tun hatten. Ganz, ganz neutral, ganz andere. Mit den Priestern nichts zu Aber tun. jetzt meine Frage: Hatten die bereits Erfahrungen gemacht mit dem Ordinariat und mit dem Prälaten, der da als Missbrauchsbeauftragter unterwegs war, dass sie Also wussten, dass sie geahnt haben, der will jetzt da genauso vorgehen wie bei uns auch? es gab da so eine Insiderin, die hat halt sehr viel Erfahrung mit dem Bistum Trier gesammelt und auch von anderen Betroffenen immer wieder das gehört, dass da Maulkörbe vorgelegt wurden. Dann hat habe ich so einen Vorstandsvorsitzenden von so einem Missbrauchsverein angerufen und der hat mir das auch bestätigt, dass Betroffene bereits bei ihm saßen in der Beratungsstelle und darüber berichtet haben, dass Maulkörbe verteilt wurden, also dass den Maulkörbe untergejubelt wurden. Können Sie mal so eine Dimension sagen, wie viele Menschen Sie da kennengelernt haben bis Ich jetzt? habe in dem Zeitraum 2016 haben mich 5 Leute gewarnt insgesamt, unabhängig voneinander. 5 Betroffene hatten mich da gewarnt, dass ich diese Also Leute nicht. nur fünf Leute, die nicht von diesem Priester, sondern in anderen Fällen In anderen Fällen, ja. Betroffene sind. Ja. Und die haben mich alle gewarnt. Also wissen wir jetzt von Ihnen, von einer Grundschülerin, von einem Jungen, der 1997 von diesem Priester missbraucht worden Das kam sein später muss, nicht tatsächlich. Das kam das zeitliche Einordnung, das kam und später erst. weitere, und das sind dann ja schon acht Leute, die wir jetzt öffentlich haben, ne? Momentan sind 10 Anzeigen. Wie viel? 10 Strafanzeigen liegen vor, momentan. Gegen den Priester, mit dem Sie zu tun hatten. Ja, genau. Also von 10 verschiedenen Personen insgesamt. Das reicht bis Und ins Jahr. eine ist durch, oder ist das die 11.? Das ist die 10. Die jetzt beschlossen wurde. Vor kurzem gab es ein Urteil vom Landgericht Saarbrücken und das war ein Vorfall. Also der wurde ja rechtskräftig verurteilt, der Priester in Ja, dem Fall. Das ja. kann ich da nicht mal von mutmaßlich reden, sondern jetzt von rechtskräftig. Der Priester ist ein Täter. Der wurde zwar ist er 1997 gegenüber einem 14-jährigen Messdiener übergriffig geworden, hat dabei Gewalt angewendet, indem er ihn festgehalten hat. Somit war das sexuelle Nötigung. Nach damaligem Recht, sexuelle Nötigung ist, also nach damaligem und heutigem Recht, ist das nicht verjährt gewesen, wo er das gemeldet hat bei Bistum Trier, beziehungsweise beim Kirchengericht. Er hatte eine Aussage gemacht beim Kirchengericht und da ist es dann aus ihm herausgesprudelt. Jahrelang hat er das auch für sich behalten, dieser Messdiener. Und 2019, 2020 war es dann so, er wurde selber vom Kirchengericht befragt. Und da hat er das dann alles geschildert, was passiert ist, ja. Und das Bistum Trier hat das dann erfahren über das Kirchengericht und die haben dann Anzeige erstattet. Ja, Daraufhin hat das dann immerhin. darauf, Immerhin. ja, müssen wir Ja, jetzt. gut, Ich aber hatte das ist dann jetzt, das ist jetzt habe dann ich Ihre jetzt. Leitlinien ja richtig konkretisiert und jetzt, Ja. seitdem die Medien mitunter da ein Auge drauf werfen, ja, seitdem halten die sich auch dran. Und wie gesagt, dann kam es halt zum Prozess. Und im Februar 2023 wurde dieser Priester dann in diesem Fall, der noch nicht verjährt war, von 1997, wurde dann verurteilt. Zu einer Gefängnisstrafe von 1,8 Jahren, ausgesetzt zu einer Bewährungszeit von 4 Jahren. Dieser, Aber der hat jetzt. jetzt eine Frage. Sie sagten vorhin, bei Ihnen sei Alkohol im Spiel gewesen. In Massen, ja. Das ist doch auch gegenüber einem Minderjährigen, glaube ich, Körperverletzung, ne? Wenn man jemandem Alkohol. Und Also das hat gegen. nicht den gleichen, das hat nicht den gleichen Stellenwert in der Verjährungsfrage wie die körperliche Gewalt. Das war nochmal, also Körperverletzung, das war der eine Straftatbestand. Sexueller Missbrauch von Schutzbefohlenen war der andere Straftatbestand. Ich habe dann, wie gesagt, den Einstellungsbescheid bekommen von der Staatsanwaltschaft. Da wurde das auch alles aufgelistet, die ganzen Straftatbestände. Und dass das dann halt nach Paragraph, egal jetzt, eingestellt werden muss, weil die Verjährungszeit halt so ist. Ja? Also es wurde nicht alles zusammen jetzt, Ja, Missbrauch ja. und die Körperverletzung zusammengetan, sondern es wurde alles separat eingestellt.
Einmal die Körperverletzung und einmal der Missbrauchsschutzbefohlener. Ja, aber der hat ja die Körperverletzung benutzt, um einen sexuellen Missbrauch vorzunehmen. Aber juristisch, also da müssen Sie ein Recht Ja, aber, haben. da, aber was ist denn der Unterschied, ob ich jetzt jemandem körperlich Gewalt antue oder ihm Alkohol einflöße, wenn es um Gewalt geht? Ich halte ihn nicht fest. Ich habe ja den Alkohol selber getrunken, ja, und somit hat er nicht direkt körperliche Gewalt angewendet, indem er mich angepackt hat. Bei dem Messdiener war es so, er hat ihn angepackt und hat ihn aufs Bein Also, gezerrt. ganz Das ist. ernsthaft, ich habe selbst mal Jura studiert, aber ich weiß, warum ich es nicht weitergemacht habe. Ich komme bei deren Logik oft nicht mehr mit. Da kommt man nicht mit, ja. Das ist Verrückt. Gut, also dann hat im Endeffekt, nein, es hat kein gutes Ende mit Ihrem Fall in dem Fall genommen, weil es ungesühnt bleibt. Aber wir können drüber reden. Und Sie haben zumindest, sage ich jetzt mal, das Wissen, was auch immer das mit Ihnen macht, dass der Täter in irgendeiner Weise für seine komische Verhaltensweise, für seine strafbare Verhaltensweise zur Rechenschaft gezogen wird, und zwar auch auf weltlich-rechtlicher Basis. Es kommt aber noch was, oder? Es kommt jetzt noch ein Kirchenurteil demnächst. Und zwar, wie gesagt, kirchenrechtlich waren seine mutmaßlichen Taten mir gegenüber sowie anderen Menschen gegenüber nicht verjährt. Das heißt, das kirchenrechtliche Verfahren wurde 2018 eröffnet. Also das Voruntersuchungsverfahren, das hat von Mai 2016 bis Anfang 2018 gedauert. Also relativ zügig, muss man sagen. Weil die haben sich da in der Zeit auch ins Zeug gelegt, muss ich dazu sagen. Ich glaube Ihnen jetzt, dass Sie das so sagen. Wenn ich Ihnen zuhöre, 2016, 2018, 2 Jahre für Aussagen, die polizeilich bestätigt sind und so weiter und so fort, worüber denke ich da noch drüber nach? Die mussten das halt selber überprüfen. Also wie gesagt, die saßen ja bei mir, der Herr Holkenbrink und der Justitia Müller, und die wussten über mich zum Beispiel bestens Bescheid. Also die haben wirklich alles überprüft, ja, meinen gesamten Lebenslauf. Die haben ja da Fragen gestellt. Gut, das darf ich jetzt nicht sagen, weil wir haben ja da eine Stillschweigevereinbarung unterschrieben. Aber er hat mir zum Beispiel, was ich jetzt mal so sage, mich aufgeklärt, dass zum Beispiel ich nicht aufgesucht werden konnte, ja, der Herr Holkenbrink. Was er aber da nicht gesagt hat, also er hat nur gesagt, dass die Staatsanwaltschaft da das Bistum informiert hat. Was er aber nicht gesagt hat, ist, dass der Polizeibeamte da auch angerufen hat und den Hinweis gegeben hat über diesen Priester. Ja? Sowas zum Beispiel. Und dass es dann 2 Jahre dauert, die mussten ja noch andere Betroffene befragen, die sich in der Zwischenzeit gemeldet hatten. Das waren ja dann nicht nur ich und 2 weitere Betroffene von 2013 und 2016, die da Anzeige erstattet haben, sondern da kam dann noch eine Anzeige hinzu, 2016, und das wurde dann alles überprüft. Ja, und die sind dann zum Ergebnis gekommen, dass sich der Tatverdacht des sexuellen Missbrauchs erhärtet hat in mehreren Fällen. Das haben sie dann nach Rom gemeldet. Rom hat das dann entscheiden müssen, entscheiden müssen. Und das hat auch noch mal ein bisschen gedauert, ungefähr, ja, ein Jahr hat das gedauert. Also auch zügig, muss ich sagen, weil mir hatte schon jemand gesagt, in Rom, da kann das schon mal 3, 4 Jahre dauern, bis da eine Entscheidung kommt. Also mit einem Jahr Wartezeit, da, toi, 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 war noch sehr schnell. Und dann ging das an das Kirchengericht Köln. Aus Neutralitätsgründen hat das Bistum Trier, die haben ja auch ein Kirchengericht, haben die das gesagt, wir machen das nicht, sondern wir geben das ab ans Erzbistum Köln, aus Neutralitätsgründen, damit die darüber entscheiden können. Ja. Ist Ja. vernünftig, ist eine kluge Ja, macht die Praxis. Polizei ja auch so, wenn da jemand ein schwarzes Schaf in eigenen Reihen ist, dass dann eine andere Polizeidienststelle ermittelt. Das ist ja in Ordnung. Gut, und seit 2018 heißt es geduldig warten, warten, warten. Es war dann so, der Kirchenrichter, der wollte zuerst gar nicht zu mir kommen. Meine schriftliche Aussage, die hatte ausgereicht. Also die Aktenlage, was er vor Augen hat, das Geschriebene, das hätte ausgereicht. Ich habe das aber dann irgendwie nicht eingesehen, weil ich weiß, der Beschuldigte, also der tatverdächtige Priester, der wird vom Kirchengericht aufgesucht und befragt. Ja? Für mich ist es irgendwie ein bisschen komisch. Also beim normalen weltlichen Gericht ist es so, wenn der Täter was zugibt, dann wird dem Opfer die Aussage erspart. Der Täter bekommt dann Strafmilderung für das, dass er was zugegeben hat. Wenn der Täter jedoch alles abstreitet, ist es gängige Praxis, dass das Opfer vor Gericht auch als Zeuge geladen wird und da aussagen muss, alles schildern muss, ja? Dann hat das Gericht einen Eindruck, ja?
Und dann kann das Gericht ein besseres Urteil fällen, ja? Und so war es, wie gesagt, der wollte mich gar nicht sehen, aber den Priester. Und dann habe ich, wie gesagt, über meine Anwältin das so machen lassen, dass die mich doch aufsuchen. Das ging dann hin und her, Briefwechsel. Zuerst wollte er gar nicht. Er wollte mir die Aussage ersparen. Das Schriftliche, das würde ausreichen, haben sie gemeint. Und ich habe, wie gesagt, bin der Meinung, dass wenn der Täter aufgesucht oder der mutmaßliche Täter aufgesucht wird und befragt wird, dann haben, und er es alles abstreitet, dann haben auch die Betroffenen, wenn sie das wünschen, aufgesucht zu werden und befragt zu werden. Wer war der Richter? Wer war der Richter in Köln? Das ist der Herr Weitz, heißt er. Weiß wie die Farbe. Weitz. 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 Okay, danke. Und der kam dann mit einem ganzen Fragekatalog. Da war es dann so, dem Beschuldigten, sein Anwalt, der wollte dann auch dabei sein. Meine Rechtsanwältin, meine weltliche, die durfte dann dabei sein bei der Befragung. Die Befragung ging über 5,5 Stunden. Das waren über 90 Fragen, die mir gestellt wurden, aber immer nur Frage-Antwort. Also nicht so wie beim weltlichen Prozess, wo ich frei reden kann über das Erlebte, sondern die Fragen waren alle vom Kirchenrichter vorformuliert. Und da durfte ich halt nur auf die Frage eine Antwort. Und also nicht ins Detail gehen, sondern nur diese Antwort, mehr nicht. Wenn ich da tief, also richtig gesprächig werden wollte, das war nicht zugelassen. Also immer nur Frage, Antwort, Frage, Antwort. Waren die genervt, dass sie sich mit ihnen befassen mussten oder was? Ich weiß nicht. Also. Oh Mann, erwachsene Leute, echt, manchmal fragt man sich wirklich, ey, was ist da los? Okay. Ja, und seit 2019, wie gesagt, heißt es immer noch warten. Jetzt hat das Kirchengericht endlich Ja, ich nehme mal an, die haben darauf gewartet, was da. weltliches Urteil. Ja. Was das weltliche Urteil besagt, ja. Ich bin eigentlich traurig, weil das heißt, die sind unabhängig, die sind neutral, ja, unabhängig von der weltlichen Justiz, aber es zieht sich so lange in die Länge, ja, so schäbig lange, 5 Jahre lang, dass so ein Strafverfahren 5 Jahre lang braucht, wo ein weltliches Verfahren, ja, von der Überprüfung, muss man dazu sagen, durch die Staatsanwaltschaft, dann Zulassung zur Anklage, hat das insgesamt ein Jahr gedauert. Nicht mal ein Jahr. Da Und gelten dann. eine Woche hat der Prozess gedauert, wo Zeugen vorgeladen wurden jeden Tag, wo Zeugen gehört wurden jeden Tag. Und dann hat in dieser gesamten Woche das Gericht, also zwei Berufsrichter und dann halt noch die Schöffen, die haben dann ein Urteil gefällt, ja? Also einen Schuldspruch. Das ging innerhalb einer Woche, wo das Kirchengericht jetzt 5 Jahre braucht. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Also das ist armselig. Ja, die Kirche denkt in anderen Dimensionen. Ich mir ihn mal langsam, ja, aber sie malen, ja. Aber das ist ehrlich gesagt die Warterei, jetzt mal für beide Parteien, auch für den Priester, für diesen mutmaßlichen Täter oder jetzt in einem Fall rechtskräftig verurteilten Täter und sowie für die gesamten Betroffenen, ja. Das ist eine Zumutung, diese Wartezeit. Also, wenn ich mir jetzt überlege, in dem Moment, wo eine Voruntersuchung losgeht, kirchlicherseits, und so wie Sie sagen, eine sofortige Freistellung erfolgen muss, Ja, dann das hat kann der ich Herr. ja auch der Gemeinde gar nicht mehr sagen, euer Priester, der hat Burnout, der muss jetzt mal ein Jahr lang sich erholen. Kann man nicht mehr. Wenn ich nach dem zweiten Jahr die Fragen aus der Gemeinde bekomme, wann kommt er denn wieder? Da riecht jeder den Braten, ja. Da kann man niemanden mehr aus dem Verdacht raushalten, selbst wenn er gar nicht verdächtig, wenn er kein Täter ist oder sonst irgendwas. Dann ist das schlimmer, eigentlich, würde ich mal sagen, fast. Oder ich weiß nicht, wie empfinden Sie das? Ist das nicht. Er hat eine gute Connection dort in der Gemeinde, also er wird immer noch vergöttert. Also Ich habe es gesehen. Ich habe es gesehen. er ist Ich noch habe eine Art. seine Verabschiedung, Ja. die Elogen, Und die die auf seine Verabschiedung. Verabschiedung. Und jetzt kommt's, die Verabschiedung, da hat das Bistum nämlich auch gelogen. Es waren, wie gesagt, 2013 schon die Vorwürfe bekannt, ja, aus einem Fall, ja. Er hatte Auflagen bekommen ab 2013. Er solle keine Urlaubsfahrten mehr alleine mit Messdienern machen. Ja? Also Na, ist er noch. der Kontakt und nur zu Jungs. Übrigens waren dort nur Jungs zugelassen in seiner Gemeinde als Messdiener. Also alleine da schon müssten die Alarmglocken im Bistum angehen. Normalerweise sind Jungs und Mädchen sind Messdiener und Messdienerinnen. Aber da gibt es noch immer so Pfarreien, so Pfarrer, die lassen halt nur Jungs zu. Ja?
Und das ist Ja, auch was für mich aber das was. ist jetzt nicht logisch in sich, denn er hat sich ja angeblich an einer Grundschülerin vergriffen. Ja, das ist Ersatztat. Von Ersatztat spricht man da. Okay. Also das, aber wie gesagt, der sollte aus dem Verkehr gezogen werden, ja. Es wurde nicht der Gemeinde gesagt, ja, 2015 dann, wo er in den Ruhestand, er wurde in den Ruhestand versetzt. Er ist nicht in den Ruhestand gegangen, ganz regulär, sondern er wurde in den Ruhestand versetzt, ja. Und da hat das Bistum nicht gesagt, 2013, da gab es ja mal was, ne? Da gab es ein Ermittlungsverfahren, das eingestellt wurde. Das hat das Bistum nicht gesagt. Das Bistum hat auch nicht gesagt, dass er sich nicht an gültige Absprachen gehalten hat. Der Bischof hat nämlich klargestellt, Bischof Ackermann, Missbrauchsbeauftragter vom Bistum Trier und deutschlandweit, ja, von der Kirche Deutschland, der Missbrauchsbeauftragte, hat die Auflage gemacht, er solle sich von Kindern fernhalten. Also das heißt, keine Urlaubsfahrten mehr mit Messdienern, ja, keine Besuche mehr im Pfarrhaus etc. Das hatte er zu unterlassen, ja. Diese Absprache wurde so getroffen und daran hat sich der Pfarrer nicht gehalten. Ja? Und das war dann letztendlich der Grund, warum er in den Ruhestand versetzt wurde. Das Bistum hat aber die Gemeinde angelogen, hat gesagt, das ist nicht so, ja. Er wurde ganz einfach regulär in den Ruhestand versetzt. Es wurde halt nur gesagt, er hat sich nicht an Absprachen gehalten. Aber was konkret, ja, dass es da mit sexuellem Missbrauch zu tun hat, dass er da, wie gesagt, nicht mal mit Kindern und Jugendlichen in den Urlaub fahren sollte. Das hat das Bistum nicht erwähnt. Ja? Da gab es, wie gesagt, eine Vorgesetzte, der wurde dann der Buhmann. Auf dem haben dann die Schäfchen alle ihre Wut abgelassen, weil der Priester, also dieser jetzt rechtskräftig Verurteilte, der hat dann geschworen, der Vorgesetzte hätte was gegen ihn. Er sei neidisch auf ihn. Er würde das alles streuen. Er würde ihn nicht mehr in der Gemeinde haben wollen. Da hat natürlich einige Gemeindemitglieder ein bisschen Hass auf den. Ja? Das hat sich dann in der Gemeinde so in der Stimmung so widergespiegelt. Da war das Bistum nicht. Ja, das passt zu so einer Persönlichkeit, dass sie hochmanipulativ ist, ne? Und das war dieser Priester. Das wurde auch vor Gericht bestätigt. Er ist sehr manipulativ. Das hatte später auch, wie gesagt, Bischof Ackermann, das hat er dann zugegeben, dass er enttäuscht ist von diesem Priester, weil er Menschen für seine Zwecke instrumentalisiert und manipuliert hat. Das hat er dann später, 2018, wo er dort be zu Besuch war in Freising, in dieser Gemeinde, da hat er das dann hervorgehoben, da hat er sich dann entschuldigt dafür. Aber erst nach Druck von der Öffentlichkeit. Also freiwillig wäre er ja dort nicht hingegangen. Da hat es Druck von Gemeindemitgliedern gebraucht, die gesagt haben, wann kommt denn der Bischof, wann stellt ihr denn das mal klar, wann legt denn der mal Ta Fakten auf den Tisch? Hat der Bischof die ganze Zeit nicht gemacht. Er hat diesen einen Priester hängen lassen. Ja? Und das ist auch armselig. Den einfach so hängen lassen, obwohl er darüber Bescheid wusste, ja, 2013 über das Ermittlungsverfahren, wie der Priester tickt, ja, der hat den anderen Priester, also diesen Vorgesetzten von diesem Täterpriester, den hat er nicht in Schutz genommen. Den hat er nicht aus der Schusslinie genommen von einigen Also Gemeindemitgliedern. seit dem ersten, sagen wir mal so, Ihr Fall wirkt ja jetzt im Moment so, als wäre es der erste gewesen, in dem etwas über diesen Priester bekannt wurde. Beim Bistum. Beim Bistum. Beim Bistum, ja. Sind Sie sicher, dass vor Ihnen nicht vielleicht schon mal jemand im Ordinariat war und etwas über diesen Priester jemandem erzählt hat im Ordinariat? Also das weiß ich nicht, bekannt ist nichts. Es wurde auch im Gerichtsprozess nichts darüber bekannt. Die Ja. Anzeigen, die gekommen sind, also die über diesen Priester erfolgten, erfolgten nach 2016. Da war eine mutmaßliche Tat. Die soll 1982 erfolgt sein von diesem Priester. 1982. Das wurde aber nach 2016 angezeigt. Ja. Bis 2006, nach meinem Wissen, das wurde im Gericht ja auch alles vorgelesen. Meine Akte war die erste. Also meine Anzeige war dort beim Bistum bzw. bei der Polizei die erste, wo eine Anzeige eingegangen ist gegen diesen Gibt Priester. es denn Anzeigen über Missbrauchstaten, die nach ihrer Ja, Erstanzeige? und zwar Das 2015. würde bedeuten, dass wenn das Bistum vorschriftsmäßig gehandelt hätte, Hätte man 2007, hätte man Missbrauchstaten verhindern können. definitiv.
2007 soll, ich muss eine Unschuldsvermutung formulieren, weil das Verfahren wurde eingestellt. 2007 soll er einen Messdiener in Alpirsbach bei so einer Urlaubsfahrt, mit dem Messdiener war er alleine, also auch wieder alleine, das war so seine Vorgehensweise, soll er ihn in der Unterkunft missbraucht haben. Also unter Alkoholeinfluss, er hatte was getrunken, der Messdiener, und dann soll er ihm an den gegangen sein, dieser Pfarrer. Keine Details, bitte. Ja, okay, keine, ja. Also nochmal neu, oder? Ist alles okay. Da kam es halt, wie gesagt, zu dem Also, Übergriff. Solltest du sein? wie sehen Sie jetzt die einzelnen Verantwortungen verteilt, wenn Sie sich mal, also Sie waren ja, ich kenne ja ein Ihren Lebenslauf. Ich weiß, dass Sie in einer Pflegefamilie waren, die katholisch war, die auch sehr viel Wert darauf gelegt hat, dass Sie auch katholisch praktizieren, obwohl Sie relativ früh schon wussten, dass Sie mit Kirche und mit Religion nichts am Hut haben. Ja, und aber Sie haben dadurch, dass Sie eben mitgemacht haben, durchaus Einblick in die Kirche und ihre Strukturen. Und wenn Sie jetzt sagen müssten, wo liegt das größte individuelle verantwortliche Versagen? Das verantwortliche Versagen liegt in meinen Augen halt an den Bischöfen, an diesen drei. Also der Marx, der Kardinal Marx, der damalige Bischof, der wurde unterrichtet, ja. Und er kennt ja seine Hausregeln, also musste er eigentlich kennen, das ist ein hochstudierter Mensch. Der hat diese Regeln einfach ignoriert. Ja? Sonst, wenn man Geld aus der Kollektenkasse klaut als Priester, ja, da sind die sowas von schnell in ihren Hausregeln, in ihren eigenen Richtlinien. Der Priester, der wird nach nirgendwo hingeschickt und darf nicht mehr praktizieren. Ja? Aber beim sexuellen Missbrauch, wenn da Hinweise eingehen, da wird heute gesagt, ja, das war ein schmerzlicher Lernprozess. Ja, tut uns leid, wir bedauern das. B -b 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 Da kennen die ihre eigenen Hausregeln nicht, ja, ihre eigenen beschlossenen Leitlinien, die noch gar nicht so lange her sind, wo das beschlossen wurde. Die eigenen Regeln aus Rom, was ja eigentlich noch mehr Priorität hat, weil wenn der Papst was beschließt, die vergöttern ja ihren Papst so, ja, das ist das Oberhaupt der katholischen Kirche. Wenn der was beschließt, ist das doch Gesetz, ja. Und an solche Regelungen halten die sich nicht, ja. Es war sogar Gesetz. Also, wenn ein Kurienkardinal Ratzinger das, was Papst Johannes Paul II. Von ihm verlangt hat, unter Unsinn. anderem oder ausarbeitet und in Gesetzestext gießt, Artikel 16. und das wird aufgeschrieben und veröffentlicht und dient als Grundlage für Richtlinien der Deutschen Bischofskonferenz genau zu diesem Themenkomplex. Was soll denn noch mehr Gesetz sein, bitte? Vor Also. allem, das ist so formuliert, dieser Artikel 16, gut, das ist ein bisschen juristisch formuliert, aber wenn man es genau liest, versteht man es in Deutschland, was Jeder da steht. versteht es, was da steht. Das ist also kein juristisches Geschwurbel, wo man erstmal ein Hochschulstudium braucht, Nein. sondern das ist so formuliert, es versteht jeder, ja? Und das Und wenn steht. ich von mir, ich gehe jetzt von mir aus, wenn ich das verstehe, ich habe bloß einen Hauptschulabschluss, ja? Ich habe das beim ersten Lesen verstanden, was da geschrieben steht. Dann erwarte ich für das Gehalt, was dieser Bischof bekam oder bekommt, dieser Kardinal Marx und auch die Weihbischöfe und der Regens, ja, die bekommen ein fürstliches Gehalt, ja. Also wenn man so ein Gehalt bekommt, da hat man ja auch gewisse Verantwortung, ja. Dann hat man Nein, gewisse man hat, Bildung. nein, nein, nein. Das, Ja, ich aber sehe das, man ich muss, sehe das, ich sehe das auf einer anderen wenn Ebene. Wenn man man das Geld bekommt, dann. in dieser Amtsverantwortung steht, als Hirte Ja. oder als rechte Hand des obersten Hirten der Diözese der Gemeinde, als Generalvikar, Dann hat man. dann kennt man die Rechtslage und dann hat man, und dann muss man nicht mal drüber nachdenken, Ja, das ist das. Keine Ahnung. wenn dieser Verdacht kommt. Da muss man nicht denken, sondern die Schreibmaschine nehmen und lostippen und nach Rom schicken. Ja, wie gesagt, die Ja, das bekommen hat ein mit Fürst. Gehalt gar nichts zu tun, Ja, ja? aber das Geld, was die bekommen, ja, da Ah. erwarte ich das. Da erwarte ich das, dass das umgesetzt wird. So einfache Hausregeln. Ich Und erwarte das das auch von der Ausbildung her. Das erwarte ich, ja. Ja. Und die bekommen da ein fürstliches Gehalt und dann in solchen Fällen, also wie gesagt, sexueller Missbrauch, da, ja, das haben wir damals noch nicht so beachtet. Ja, das tut uns leid. Damals war uns das nicht so bewusst.
Immer in Wir-Form wird übrigens gesprochen, nicht ich habe so Mist gebaut, also ich als Kardinal damals, als Bischof, Als sondern Bischof. wir. Da wird immer in Wir-Form formuliert, ja. Da werden Ja. also noch mehr Leute mit ins Boot gezogen, die man eigentlich nicht kennt. Und nicht ich habe falsch entschieden, ich habe eine falsche Entscheidung getroffen, ich hätte handeln müssen, ich hätte den Priester aus dem Verkehr ziehen müssen, ja, für das Geld, was ich bekomme, ja. Das ist. Lassen Sie das Geld Ich weg. verstehe Das nicht. Ich okay. verstehe nicht, dass so ein hochstudierter Mensch, ja, wie gesagt, Ja. der hat Studium, der hat Fachabitur, der hat alles, wo man sich denkt, wow, ja, also das ist kein kognitiv schwacher Sonderschüler, ja, der nicht mal eins in eins zusammenzählen kann, sondern der kann ja komplexe Dinge verstehen. Das erwarte ich von so einem Bischof und von so einem Kardinal, wenn er so ein Hochschulstudium hat. Die haben Theologie und Philosophie studiert, alle. Ja. Und wenn man sowas studiert, ja, dann hat man ja ein bisschen Grundbildung, ja. Also, da muss man schon eins in eins zusammenzählen können. Und wenn die dann beim sexuellen Missbrauch, wenn da Hinweise eingehen, das dann nicht mehr auf die Reihe bekommen, ja, dann gute Nacht. Also, da frage ich mich, wo die ihren Hauptschulabschluss gemacht haben. Also. Also dann sehen wir jetzt ja, am Bildungsniveau kann es nicht gelegen haben. Woran hat es dann gelegen, dass sie nichts gemeldet haben? Ja, weil 2006 zum Beispiel, da gab es keine Medien. Da war das nicht in der Öffentlichkeit präsent. Da hat es keinen. Niemanden interessiert, ja. Da konnte man einfach intern sagen, okay, ja, wir haben es zur Kenntnis genommen, okay, da streitet es ab, ja. Die Leitlinien, die sagen zwar, Opfer muss man aufsuchen und befragen, aber ach komm, solange kein Hahn kräht, solange niemand was sagt, okay, ja. Und jetzt, wenn die jetzt das machen würden, das Gleiche, ja, es gibt Journalisten, die rufen da an bei der Staatsanwaltschaft und fragen, gab es da was zu dem und dem Priester, ja? Die würden sich das jetzt nicht mehr erlauben können. Weil die Staatsanwaltschaft, die gibt ehrlich Auskunft. Die sagt, ja, dann und dann, Ermittlungsverfahren, Einstellung wegen Paragraph, schlag mich tot, ja. Dann fragen die Journalisten ja natürlich nach beim Bistum, ja, da war doch was. Und das geht dann an die Öffentlichkeit, ja. Und die katholische Kirche oder auch die evangelische Kirche, die scheuen nichts mehr wie die Öffentlichkeit, so wie der Teufel das Weihwasser scheut. Scheut die katholische Kirche die Öffentlichkeit in dem Bereich, ja. Es Und kommt die immer auf den an, es kommt immer Gutsache. auf den an, der der da die Öffentlichkeitsarbeit macht. Das ist Ja. auch die Frage. Gut, aber jetzt gehen wir mal von dieser Amtsebene runter. Und ich sage es Ihnen gleich und im Voraus. Sie entscheiden voll und ganz eigenständig darüber, was Sie uns sagen wollen. Wenn Sie heute so zurückblicken, was würden Sie sagen, was hat das, was Sie da erlebt haben, welche Folgen hat das in Ihrem Leben gehabt oder hat es noch in Ihrem Leben? Also es hat die Folge, dass ich eigentlich niemandem mehr so richtig vertraue. Mit dem Thema katholische Kirche habe ich abgeschlossen seitdem. Also vorher war es so, ich habe mal ein bisschen an was geglaubt und an das Gute im Menschen. Aber wenn ein Priester sogar, was damals in meinem Welt- und Rollenbild überhaupt nicht der Fall war, also ein Priester war ein Guter, so wie ein Polizeibeamter und ein Richter, die tun keiner Fliege was zuleide. Und ein Priester sowas macht und dann auch noch Kardinäle und also Bischöfe dann so massiv vertuschen, also da. Weiß nicht, hab da kein Vertrauen mehr in diese Institution. Also Kirche, römisch-katholische Kirche ist für mich tot. Okay. Und Auswirkungen, es hatte halt Auswirkungen auf meinen Suchtverlauf. Also ich bin abhängig vom Alkohol, seit 10 Jahren Gott sei Dank trocken, ich muss mich aber selber schützen. Ich lebe in einem geschützten Rahmen, in einer soziotherapeutischen Einrichtung hier in Bad Tölz. Und da werde ich wahrscheinlich noch eine Weile bleiben, um mich halt auch selber vor mir selbst zu schützen. Um halt nicht rückfällig zu werden. Sie sind Landschaftsgärtner? Und Sie sind aktiv im Beruf im Ich bin Moment. momentan Soziotherapeutin in der soziotherapeutischen Einrichtung und da bin ich im Haus intern aktiv Ah ja. und mache Tätigkeiten im Rahmen der Therapie. Und Sie sind umgezogen, weil Sie in diese Einrichtung wollten, oder sind Sie umgezogen, weil Sie da von Saarbrücken überhaupt und so weg wollten, Ich bin von Trier? 2001, ich bin 2001 mal weggezogen nach Sachsen in so eine Heimausnahme. Und dann 2011 bin ich dann von Sachsen hier nach Bayern gezogen. Direkt. Und ich hatte jetzt mit der Kirche so jetzt nichts zu tun, sondern ich bin einfach Einfach gut. gezogen. Ja. Okay. Gut.
Aber Sie würden schon sagen, das ist natürlich ein Impact gewesen, der durchaus spürbar ist, was da passiert ist. Ja, Ja. also Ja. das hat sich schon bemerkbar gemacht, ja. Und jetzt die letzte Frage. Hat denn das Bistum Trier inzwischen, wie das immer so schön heißt im Klerikaldeutsch, eine Anerkenntnis ihres Leidens vorgenommen und geleistet? Nein. Und zwar, ich bin ja der Antragsteller, ich muss jetzt den Antrag stellen. Vom Bistum Trier selbst kam bis jetzt noch keiner auf mich zu. Ich habe mir gesagt, ich werde das so lange noch nicht beantragen, auch nichts tun diesbezüglich, was Geld angeht. Es soll nicht heißen, dass ich geldgeil bin. Weil das ist in solchen Kreisen so, gerade in dem Täterkreis, da weiß ich, da wird behauptet, ja, der macht das doch alles der Sucht wegen, der braucht Geld, um seine Sucht zu finanzieren, der sagt das doch alles bloß, weil er ein Säufer ist und so, der ist doch bloß scharf auf Geld. Ja? Ja. Wegen Geld, bei dem Priester selbst, den habe ich zivilrechtlich nicht belangt. Damit, ich hatte eine ganz andere Motivation, Geld war nicht mein Interesse und ist es auch jetzt nicht. Wenn es da was gibt von der Kirche, okay, ja, aber ich werde jetzt nicht so direkt mit der Hufe schauen, wo ist das Geld, wo ist das Geld, ja, wie viel kriege ich, wie viel kriege ich. Das ist übrigens ganz interessant, was Sie erzählen. Genau diese Erfahrung habe ich gemacht, immer im persönlichen Gespräch mit Opfern, mit Betroffenen. Viele sagen auch so wie Sie, ich bin Betroffener, ne, und ich bin nicht Opfer. Und die haben auch gesagt, mir geht es auch gar nicht so sehr ums Geld. Mir geht es darum, dass anerkannt wird, Anerkannt, ja. was da passiert ist. Was da gut, Und die haben ja. auch, und die Leute haben auch gesagt, diese Geldsache, und jetzt kommt nämlich ein interessanter Aspekt, auf dem die Verbandsleute oder diese Organisation, die Vorstände oder Sprecher dieser betroffenen Vereinigungen und Verbände immer wieder abheben, die ist gar nicht so gut, weil wir dann nämlich in diesen Verdacht kommen, dass es wirklich ums Geld geht. Ja? Also das finde ich immer, aber was ich jetzt noch die Frage, Sie sagen ja, Sie sind jetzt in einer therapeutischen Einrichtung. Da ist die Kirche auch nicht in die Finanzierung involviert. Wie meinen Sie? Ja, die Kirche zahlt auch Therapie. Die Kirche Nee. zahlt Therapien. Auch nicht. Auch nicht. Das wird vom Sozialamt, also vom Bezirk, wird das bezahlt, die Also Therapiekosten. Sie haben wirklich bis jetzt noch überhaupt keinerlei Ansprüche an die Kirche gestellt. Nein. Und da ist noch niemand gekommen und hat zu Ihnen gesagt, wir würden dir gern helfen. Nein. Kam von der Kirche, kam da nichts. Nein. Aber wie gesagt, ich bin da selber nicht aktiv geworden. Ich hätte ja schon einen Antrag stellen können auf Anerkennungsleistung. Aber der Priester, der wurde ja noch nicht rechtskräftig, also kirchenrechtskräftig verurteilt. Und solange der nicht rechtskräftig verurteilt ist nach Kirchenrecht, mache ich auch nichts. Ich will erst ein handfestes Urteil haben. Wenn ich das Urteil habe, also eher kirchenrechtlich, strafrechtlich kann er ja in meinem Fall nicht mehr verurteilt werden, da ist es ja verjährt. Und Verjährung Ja, kann man ja ja. nicht irgendwie wieder aufleben lassen. Aber was einmal verjährt ist, ist verjährt, strafrechtlich. Kirchenrechtlich, wie gesagt, da muss er erst verurteilt werden, da warte ich Ja, auf das ja. Urteil. Und dann, klar, Antrag werde ich stellen, ja, aber ich harre jetzt nicht mit der Hufe, dass, ja, ich brauche Geld, ich brauche Geld, wie viel gibt es, wie viel Ja, gibt nee, nee, das ist in es. Ordnung, Nein, das nein, ist nein, gut. nein, nein. Ja, das Das ist ist. gut so. Das ist, ich mache das nicht des Geldes wegen oder habe das des Geldes wegen gemacht. Nein, nein. Das ist, war nicht meine Motivation. Nee, Was gibt's? den Eindruck habe ich auch. Herr Ranzenberger, das war jetzt ein ausführliches Gespräch, das auch noch mal ein bisschen mehr in die Tiefe das dargestellt hat, was ich in meiner Sonntagskommentar schon mal skizziert habe. Die Menschen können sich jetzt vielleicht ein bisschen mehr ein Gesicht vorstellen von dem, der da betroffen war. Und können sich jetzt auch ein bisschen mehr eine Vorstellung davon machen, wie so kirchliche Mühlen arbeiten, wenn sie arbeiten oder wie sie nicht arbeiten, wenn sie nicht arbeiten und welches Selbstbewusstsein daraus erwächst, dass man nicht arbeitet. Ja, wenn man dann das System und die Struktur in die Verantwortung nimmt, obwohl man selbst verantwortlich war. Das war sehr aufschlussreich. Ich danke Ihnen sehr dafür. Ich danke Ihnen für die Offenheit. Ich danke Ihnen dafür, dass Sie bereit waren, vor die Kamera zu treten. Das finde ich immer sehr achtenswert.
Ich hoffe, Sie konnten was mitnehmen aus diesem Gespräch. Hoffe, Ihnen hat das Video gefallen. Ja, danke. Lassen Sie uns ein Like da. Schreiben uns in die Kommentare, was Sie von dem Gespräch mitnehmen. Schauen Sie auch in unsere anderen Angebote rein. Bis zum nächsten Mal bei Medias in Res. Bis dahin, Servus.